So, hallo. Wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors. Und letztes Mal haben wir die Hauptmission im Westen beendet und dadurch dann die beiden Kollegen Riju und Tema freigeschaltet. Und jetzt müssen wir mit den beiden mal wieder Trainingsmissionen machen. Und ja, das werden wir jetzt angehen. Einfach erstmal beide Trainingsmissionen und dann gucken, was noch so passiert. Das heißt, wir verprügeln jetzt hier erstmal wieder lustig alle möglichen Leute. Empfohlener Level 40, er ist 40, ja, passt. Gucken wir mal, was er so drauf hat. Gucken wir mal, was er so drauf hat. Vielleicht ist er ja ähnlich wie Revali, ich meine, er ist ja auch ein Orni. No? Müsste eigentlich auch so fliegen können. Drücke während eines starken Angriffs wiederholt X, um einen ganzen Pfeilhagel auszulösen. Okay. Halte ZR gedrückt, um deinen Angriff aufzuladen. Okay, es geht mehr um Pfeile. Ja, außerdem haben wir das letzte Mal rausgefunden, wie man das EP-Siegel rausfindet, welches das wirklich wichtige EP-Siegel ist. Das, ja. Hätte ich mal eher wissen sollen. Ich habe bestimmt so viele Waffen verkauft, die ich nicht hätte verkaufen sollen. Weil die besser leveln als andere. Naja, zu spät. Alles zu spät. So. Oioioioio. Okay, mal ja. Ja, nee, ist okay. Zack. Jo, er fliegt einfach irgendwo durch die Gegend. Da drüben? Klingt Ja, logisch. genau. Ja, absolut, absolut. Okay, also er fliegt, aber das ist so dieses normale Fliegen. Grundsätzlich steht er. Ich habe ganz gut aufgeräumt. Ui. Ui, ja. Wir können es schaffen. Na gut, räumen wir mal auf hier. Das ist der Pfeilhagel. Ah, I see. Hat was. Sieht ganz interessant aus. Ja, doch. Man merkt halt schon, wir sind jetzt nicht sonderlich so krass stark, ne? Ich gehe mal in die Menge und setze mal meine A-Attacke ein. Keine Zurückhaltung mehr! Nehmt das! Zack, jawohl. So sieht's aus. Ja, aber die Attacke scheint mit am effizientesten hier zu sein. Und einfach aufgeräumt. So. Und jetzt. Wett? Wett? Nimm das. Ah ja. Keine Zurückhaltung mehr. Nehmt das. Wusch. Und gleich noch eins hinterher. Keine Zurückhaltung mehr. Nehmt das. Hätte ich beim anderen Bereich machen sollen. Hier sind viel zu viele gewesen. Ich hätte es hier sein, jetzt einsetzen sollen, aber es ist egal. So, wir haben es eh geschafft. Ist jetzt aber auch nicht so der Charakter, wo ich sagen muss, dem seine Steuerung finde ich sehr gut. So. Besser als der Priester? Definitiv besser als der Priester, aber irgendwie auch komisch. I don't know. Oh nein, die Hälfte der Zeit ist abgelaufen. Wie gut, dass wir es schon geschafft haben. Na gut, das hat mich hingehauen. Ah. So, dann hier halt. Ach komm, macht euch einfach weg. So. Jetzt gibt es noch einen schwarzen Moblin, der aufs Maul kriegt. Alles klar. Hey, Vorsicht!
Zurückhaltung mehr. Nehmt das! Ich bin bei Rio gespannt, weil man da ja dieses, dieses Tier mit steuern kann. Ich hab den Namen vergessen von dem Tier. Also dieses Hin- und Hergefliege von ihm macht mich echt kirre. Holy moly. Jetzt wird's kalt. So, Abflug. Das war's. Gut. Er steuert sich auch ziemlich komisch. Aber was soll's. Was soll's. Ich komme nicht auf den Namen. Es war irgendein weiblicher Name. Ich komme nicht drauf. Ist ja egal. So. Gucken wir mal ganz kurz wieder, ob wir was Neues freischalten können. Oder was kaufen können, ne, bei den Shops. Oder müssen. Aha. Aha. Oh wow, ein ganzes Ding hat sich geöffnet. Na dann, auf geht's. Das ist gut. So, das war das. Hier brauchen wir immer noch die Leunen. Das geht also nicht. Hier brauchen wir immer noch dieses komische Ding. Das geht also auch nicht. Ja. Sonst haben wir nichts zum Freischalten. Ne? Das sind alles, diese Sterne sind ja die Missionen. Das ist auch alles nichts. Das hier ist, sind diese Flügel, die Dinger, die kriegen wir dann hier, die Feuerfleder-Dinger. Das haben wir alles hier. Nö, ist okay. Ist okay. Ah, hier gibt es ein bisschen was. Ach ja, aber das waren auch Leunen. Das kann man also auch nicht. Ja, es hat also entweder Leunen oder dieses Ding, dieses. Oder die Feuerde. Ja, also aktuell sind wir echt gut bestellt. Wir haben alles gemacht, was man machen kann. Dann jetzt auf zu Ryus Training. Wie hieß denn dieses Walross-Ding? Ich komme nicht drauf. Irgendwie will ich mal Stefanie sagen, aber Stefanie war es nicht, aber es war sowas Ähnliches. Es war irgend sowas Ähnliches. Patricia, ja, ist ja ähnlich. Wenn du ZR gedrückt hältst, verfällt Patricia in Raserei. Sie ist dann schwieriger zu steuern, legt dafür aber eine furchterregende Geschwindigkeit an den Tag. Ah ja. Rio und Patricia sind Expertin in Sachen Sprintangriff. Ah ja. Das war's auch schon. Also sie reitet wohl die ganze Zeit auf Patricia oder beziehungsweise wird von Patricia gezogen, so könnte ich mir das vorstellen. Nee, wo ist Patricia? Ach ja, doch, siehst du? Da ist Patricia. Und dann kann ich sie sozusagen. Jo, alles klar. Also sie ist mehr so die Kämpferin, die während des Laufens praktisch. Ich häng fest, okay. Die während des Laufens abgeht. Hier ist die Raserei. Ja, okay, alles klar. Und tschüss, Patricia. Und da ist sie wieder. Das heißt aber, Ryu selbst macht eigentlich effektiv gar nichts. Eigentlich hält sie Patricia nur fest und Patricia greift an. Okay. Naja, doch, sie macht schon ein bisschen was. Ich hab nichts gesagt. Jawohl, hier. Da ist die Horde. Los, Patricia. Oh, der Donnerhelm, nice. Aber mit dem Donnerhelm war das jetzt ein cooler Effekt. Kann man nichts so.
cooler Effekt. So, hier. Eis. Jawohl. Ach, komm schon. Ah, ich wollte einen Pfeil schießen mit Link, aber kann ich ja gar nicht. Stimmt, ich habe mit den anderen ja gar nicht so was Praktisches, wie ruhig die einfach mal eben schnell stunnen kann. Das geht ja bei den anderen gar nicht. Da muss ich ja wirklich immer drauf warten, bis die mal von selbst stunbar sind. Aber hey. Feuerexalfoss. Alter, diese Menge. Die wir einfach durchmetzeln. Und Elektro-Exalfoss kommen auch noch dazu. Jawohl. Ui, Zeit ist okay. Ja, aber wir sind ganz gut in der Zeit. Das passt schon. Alles gut. Und noch mehr sind aufgetaucht. Jawohl. Jetzt gehen wir mal hier wieder in den Hypermodus. Yay. Alles klar. Ich verstehe das. Hui. So. Zack. Geht nicht mehr viel, haben wir gleich. Zack. So, wo geht's hin? Hier geht's hin. Moin. Au. Los, Patricia. Auf den Weg. Jawohl. Ja gut, ich habe ihn jetzt nicht so gut getroffen durch das Gewitter, aber hey. Sie ist halt eher keine Kämpferin im Stehen. Sondern sie kämpft mehr, ja, durch Bewegung. Deswegen haut sie mich immer woanders hin. Wow. Das habe ich sehr gut ausgenutzt, dass er gefallen ist. Jawohl. Ja, genau so. Ach, komm schon. Da hat doch nichts mehr gefehlt jetzt. Dann eben so. Abflug. Gut, haben wir das auch erledigt. So, das war die letzte aktuelle Mission, die wir machen konnten. Maxi Trüffel und Bernstein, okay. Gut. Ah, ich hänge hier schon wieder fest mit meinem Headset. Ach! Das ist nein. So, jetzt sitze ich wieder gut. Und, jawohl, da tut sich auch was. Ja, auch wieder genau ein Ding, was aufgeht. Aber auch das können wir direkt auslösen. Sehr schön, ab dafür. Bin ich stärker geworden? Jo. Okay.
dann würde ich Folgendes vorschlagen. Nachdem wir ja einige Leunen brauchen, würde ich jetzt Missionen spielen mit Link, die Leunen beherbergen. Und zwar möglichst schnelle. Und dann nicht nur ein Leune. Da war es, glaube ich... War es da nur ein Leune? Ich glaube, da war es... Ah, ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. F. Ich weiß nicht, wir können es anhand der Bilder da unten sehen, aber ich glaube, es war ein Leune hier. Wo waren es denn? Mehrere Leunen vielleicht mal kurz. Da war es auch ein Leune. Das waren zwei Hinox und ein Leune, ne? Irgendwie so. Wo haben wir denn noch so blinkende Dinger? Ja gut, hier klar, der Leune am Schluss. Hier gibt es auch Leunen wieder als Gegner. Auch das ist logisch. Gab es noch irgendwo Missionen mit Leunen? Hier gab es noch eine Mission. Bitte des Gasthausbesitzers. Das ist auch nur wieder ein Leune. Sehe ich das richtig von den Bildern her? Aber wir gehen mal kurz mit Link rein. Wir gehen noch mal kurz mit Link rein und gucken mal, was das für eine Mission war. Vielleicht kann man da ja trotzdem was reißen. Weil ich würde jetzt ganz gerne schnell mal Leunen sammeln, dass wir diese Missionen weg haben. Und dafür brauchen wir halt Leunen-Urkunden. Und dafür brauche ich Missionen, wo ich recht schnell Leunen platt mache. Was war denn das jetzt für eine Mission mit dem Gasthausbesitzer? Wir werden es gleich sehen. Und wenn es erstmal nur ein Leune ist, ist es halt erstmal nur ein Leune. Hauptsache, es ist eine schnelle Mission. Sodass wir schnell hintereinander dann halt, ne, selbst wenn es nur ein Leune ist, aber eine schnelle Mission, können wir trotzdem schnell hintereinander die Leunen uns holen. So ist der Plan. Klopf. Erobere alle Vorpop. Jo, 12 Minuten Zeit für das hier? Ey, was war das denn alles? Na gut, wir gehen mal rein. Erstmal gibt es 3 Vorposten zu erobern. Das ist nicht das große Problem. Nummer 1. Hui. Hui. Kuckuck. Na. Das war die. Und hier rüber noch. Au. Da ist mein Leune. Also hier gibt es einen Leune, zu dem kommt man relativ schnell. Es ist auch kein starker Leune, also er ist auch schnell besiegt. Das ist auch natürlich ein Vorteil. Ja, bin ja blöd. Nice. Hui, zack. Alter, ist ja gut. Das war nicht so klug. Nice. Oh.
Tschüss. Ja, die Mission ist zu Ende. Also ein Leunen gibt's hier. Finden wir eine Mission, wo wir schneller Leunen besiegen können. Mal gucken. Ich habe ja alles eingezeichnet. Das heißt, ich sehe noch mehr Missionen mit Leunen. Ich weiß, es gibt noch die Mission bei der Wüste, ne, wo wir erst den Hinox besiegen und dann den Leunen. Ich glaube, die wäre schon mal schneller als die hier. Wobei, eigentlich nett, oder? Ich meine, ich bin hier recht schnell hingekommen. Aber gut, wir gucken mal. So, hier gibt es noch eine. Ah, das war, ja, okay, das war die, aber da kam ganz zum Schluss dann der Leune. Vorher kamen die ganzen anderen, das hat viel zu lange gedauert. Muss jetzt nicht sein. Genau, und hier ist die, ja, genau die, das ist auch ein Leune gewesen. Ach, und bei der Bananenschlacht war es aber, glaube ich, auch nur ein Leune. Ja, das ist klar, hier die Hauptmission. Hier haben wir nochmal einen Leunen. Ah, der war auch, glaube ich, nur am Schluss wichtig. Ich meine, ja. Gab es da mehrere Leunen? Komm, wir gehen kurz rein. Wir gehen kurz rein, was soll's. Ich glaube, da gab es nur einen Leunen. Aber wir werden es gleich sehen. Da waren da am Schluss zwei auf dieser Ebene. Es könnte fast sein, dass da zwei auf dieser Ebene waren. Ich bin mir echt nicht mehr sicher, ne? Wir werden es ja gleich sehen. Einfach mal schnell durchrennen. Und dann zeigt sich das schon. Die Mission lädt auf jeden Fall schon mal schneller als die Gasthausmission. Aber das muss nichts heißen. Diese Beschreibung, ne? Begib dich zum Ziel, bevor dir zu kalt wird. So, zieh dir halt was an, Link, ey. Soll Wunder wirken. Kleidung. Kann man tragen, wenn einem zu schnell kalt wird. Au. Mistviecher. Ihr seid auch Mistviecher. Weg mit euch. Ui. So. Das dürfte beide treffen. Nice. Genau wie ich es wollte. Und hier oben sind jetzt schon die Leunen. Ein oder zwei? Einer dann, okay. Okay, einer. Irgendwie dachte ich, da waren zwei, aber keine Ahnung. Bin ich jetzt aber fast schneller hingekommen, oder? Wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, ich bin hier ein bisschen schneller hingekommen. Ist auch der gleiche Leune, also der ist auch recht schnell besiegt. Kein Problem. Gar kein Problem. Ja, zu langsam, klar. Au. Ich kann auch Pfeile schießen. Nice. Und tschüss. Gut, zwei Leunen haben wir. Damit können wir auf jeden Fall eine von den Missionen schon machen. Eine war ja mit zwei Leunen. Die andere war mit drei Leunen, glaube ich, ne? Zwei und drei waren es. Eine können wir schon mal abschließen jetzt. Vielleicht belassen wir es auch dabei. Und die nächste Mission machen wir, wenn wir die Ach, geh heim.
muss jetzt nur gucken, dass ich nichts verkaufe weißt du schon, mit EP. Aber da ist nichts mit EP dabei. Hier. Ah, passt schon. Jut. Jutti, alle Jutti. So, das hier unten geht jetzt, glaube ich, ne? Genau. Ein großer Erfolg. Auch wenn ich nicht ganz verstanden habe, hier heißt es Entfernung einzelner Siegel, oben war es Entfernung aller Siegel. So, eigentlich ist ja dann das die Unterstufe davon oder so? Keine Ahnung. Weil an sich hat sich jetzt ja nichts geändert, ne? Ich kann jetzt hier halt weiterhin Siegel entfernen, aber das ist ja nichts Neues. Ach, oder... Ah, wait, ich kann jetzt auswählen, welches Siegel ich entfernen will. Ergibt Sinn. Ergibt Sinn. Aber was passiert, wenn man jetzt praktisch so ein Siegel komplett wegnimmt von der Waffe? Wir probieren es jetzt einfach mal ganz kurz aus. Gibt es irgendeins, wo ich... Schlachtfeld abhängige Materialien plus 9%. Wenn ich das jetzt rausnehme, kostet es 300, wenn ich alle... Das Witzige ist, alle Siegel entfernen kostet 600. Eins entfernen kostet 300, es ist dann nur eins. Ja, eben, es ist dann nur eins. Und was passiert dann? Hä? Die Königin der Früchte gefürchtet wegen ihres starken Rufs? Ich muss jetzt auch noch zusätzlich Material opfern, um die Siegel zu entfernen. Wozu? Also, was habe ich davon, Siegel zu entfernen von Waffen, die ich nicht... Okay, ich verstehe das Konzept dahinter nicht, aber ist okay. Ich entferne keine Siegel. Das ist aber typischer Scam. So, als erstes, okay, hier, 300 Rubine statt 600. Okay, machen wir. Und dann geht's los. Ja, übrigens, ich brauche noch 20 Fleisch, 100 Urkunden, 20 Fische. What? Alles klar. Scam jemand anders, Junge. Scam jemand anders. Das war's komplett. Gut, ich denke, ja, wir lassen es dabei. Es ist ja nur... Ah, guck mal, hier ist noch was. Ah, nee, das haben wir schon gemacht. Es ist ja nur tatsächlich jetzt diese Mission noch. Und da brauchen wir halt 3 Leunen. Und die Leunen werden in der nächsten Mission automatisch auf uns zukommen. Ne? Insofern würde ich sagen, nächstes Mal geht's dann... um die Schlacht von Osthyrule. Da scheint es nicht zu regnen. Da dürfte es leichter sein, Crocs zu finden. Dafür gibt es da ganz viel Glibberzeug. Und wir werden uns da dann natürlich mit dem Wasserfluch beschäftigen müssen und mit dem Feuerfluch. Ich bin sehr gespannt. Aber es wird wohl ähnlich aufgebaut sein wie die Westschlacht. Und warum sollte es auch anders sein, ne? Also dann, sehen wir uns im nächsten Part. Hören uns. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.